Kardamom ist eines der teuersten Gewürze. Sofort ist anzumerken, dass es sich um echten, beziehungsweise den sogenannten grünen Kardamom handelt, der aus indischen oder ceylonischen Wurzeln stammt. Sehr verbreitet auf dem Markt sind schwarzer, asiatischer, siamesischer und australischer Kardamom mit größeren Kapseln sowie äthiopischer, gelber, Kardamom aus Afrika. Alle diese Gewürze sind in Geschmack und Aroma sehr ähnlich, aber in diesen Indikatoren dem echten, grünen Kardamom unterlegen. Alle Kardamoms sind entfernte Verwandte des Ingwers und gehören derselben Familie an. Es ist zu beachten, dass zerkleinerte Kardamomsamen, getrennt von den Kapseln, als echtes Gewürz gelten. Samen in Kapseln, insbesondere nicht zerkleinert, ermöglichen es nicht, den Geschmack und das Aroma vollständig zu extrahieren. Aber auch nicht zerkleinerte Samen, insbesondere solche, die innerhalb von 2 bis 3 Monaten aus den Kapseln geschält werden, verlieren ihre Geschmacks- und Aromaeigenschaften vollständig. Durch die Verwendung von CO2-Extrakt wird ein sehr konzentriertes Gewürz gewonnen, das in Geschmack und Aroma frisch gemahlene Samen übertrifft und über mehrere Jahre unverändert bleibt. Der CO2-Extrakt aus Kardamom eignet sich perfekt als Ersatz für gemahlenen Kardamom in verschiedenen orientalischen Gerichten und Soßen. Empfohlen als scharfes und süßes Würzmittel für Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Reis. Verleiht verschiedenen Gemüse- und Obstsalaten zusätzlichen Geschmack. Es passt gut zu den Aromen von Kaffee und Tee, kann zum Aromatisieren verwendet werden. CO2-Mikroemulsionen von Kardamom können zum Aromatisieren von alkoholfreien und alkoholischen Getränken verwendet werden. Kardamom passt gut zu Aromen von Zitrone, Koriander, Kreuzkümmel, Ingwer, Zimt, schwarzem Pfeffer und Muskat. Als biologisch aktiver Stoff hat der CO2-Extrakt aus Kardamom ausgeprägte antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften, zeigt sich als Antidepressivum, beruhigt und lindert Schmerzen. Hilft, den Cholesterinspiegel zu senken, beugt Blutgerinnseln vor, verbessert die Durchblutung. Lindert krampfartige Phänomene einschließlich Asthma. Es ist ein Immunmodulator und ein anerkanntes Aphrodisiakum. CO2-Extrakt aus Kardamom, Bioceftica, ist eine ölige Flüssigkeit von gelblich-brauner Farbe mit einem angenehmen, ausgeprägten, charakteristischen Geruch. Im Rahmen chromatomas-spektrometristischer Untersuchungen wurden mehrere hundert Verbindungen analysiert, davon mehr als 60 identifiziert.